Herzlich willkommen, liebe Löwenfans, zur Ausgabe Löwenstark. Heute mit Patrick Grötzky an meiner Seite. Ich bin Flo, der Athletiktrainer der Löwen, und wir schauen uns heute an, wie wir an Patricks Schnelligkeit arbeiten. Go. Im Corona-Spezial sind wir nicht in unserer gewohnten Trainingshalle, sondern bei unserem Partner Radisson Blue Hotel in Mannheim Q6, Q7, wo wir einen der neuen Konferenzräume zur Verfügung gestellt bekommen haben, um hier ein Training durchzuführen. Patrick, du weißt ja, die Schnelligkeit, gerade auf deiner Position, elementarer Bestandteil. Wir zeigen heute mal unseren Löwenfans, wie wir gezielt daran arbeiten. Machen wir. Wir fangen mit einem Aufwärmprogramm an. Ja. Wir starten mit der Mobilisation. Dafür haben wir drei Übungen. Bitte mach Folgendes. Herabschauender Hund mit Wadendehnung, 90-90, Sitz und World Greatest Stretch. Jawohl. Okay. Also Patrick zeigt euch jetzt hier drei unserer anfänglichen Mobilisationsübungen. Wir fangen mit dem herabschauenden Hund an. Dehnen unsere Wade nochmal gezielt, indem wir abwechselnd das rechte und linke Bein belasten, bringen da unsere Sprintmuskulatur schon mal auf Spannung. Sehr gut. Die nächste Übung, Patrick, ist der 90-90-Sitz. Wir bilden 90-Grad-Winkel in der Hüfte und im Kniegelenk und bewegen uns aus der Position von rechts nach links. Beide Übungen führt ihr pro Seite 8-mal aus. Sehr gut. Wir bringen so unsere Hüftmuskulatur in Schwung, die wir später beim Sprint auf jeden Fall brauchen. Die dritte Übung und damit letzte Mobilisationsübung, die wir durchführen, ist der World Greatest Stretch. Patrick berührt mit seinem Unterarm den Boden und dreht sich dann so weit auf wie möglich. Wir machen 4-mal rechts und 4-mal links. Jawohl. Dreh dich komplett auf. Sehr gut. Ein noch. Jawohl, sehr gut. Sehr gut, der erste Punkt unserer Erwärmung ist abgeschlossen. Patrick ist komplett mobil. Jetzt schauen wir, dass wir auch die Stabilität mit reinbringen. Dafür haben wir euch wieder drei Übungen mitgebracht. Wir starten mit einer Übung mit dem Widerstandsband. Befestigt das Band irgendwo in eurem Raum an einer Tür, sodass die eine Seite stabil ist. Ich bilde das jetzt mal hier nach, ich bin jetzt hier die Tür. Patrick drückt das nach vorne, kommt nach oben und geht wieder zurück. Sehr gut. Drückt das nach vorne, nach oben und wieder zurück. Wir machen die andere Seite auch, sodass wir jede Seite 4 bis 5 Mal beansprucht haben. Das Band zieht Patricks Arme eigentlich zu mir in die Richtung und sein Rumpf gleicht die ganze Bewegung aus. Jawohl. Stabiler als jede Tür. Sehr gut. Die nächste Übung ist eine einfache Liegestütz mit Kniehub nach vorne. Ich mache sie einmal vor. Wir sind in der Liegestützposition, halten die Position und kommen relativ schnell abwechselnd rechts und links nach vorne. Patrick, mach das bitte rechts und links jeweils 5 Mal. Achte darauf, dass der Bauchnabel eingezogen ist. Auch hier, Fokus liegt auf der Rumpfmuskulatur plus der Beinmuskulatur, die wir jetzt wie beim Sprint auch heranziehen. Wir schließen den Stabilisationspart mit der letzten Übung ab. Dafür machen wir einen Ausfallschritt, der nach hinten geht und explosiv nach oben kommt. Auch hier mach 5-mal rechts und 5-mal links den Ausfallschritt. Sehr gut. Kräftig nach oben. Ihr seht, das ist schon sehr nah an der Sprintbewegung dran, aus der unteren in die hohe Position. Und genau das wollen wir später auch trainieren. Okay, wir kommen in den dritten Part und kommen so den Sprint schon ganz nah. Wir kommen in die Bewegung, in die Dynamik und machen Varianten des Lauf-ABCs und bringen da Übungen rein, die speziell dem Sprint zugesprochen werden können. Okay, Patrick, wir machen es über die Diagonale. Fang mit einem einfachen Lauf-ABC an. Du gehst bei jedem dritten Schritt einmal
nach oben. Okay. Genau. Sehr gut. Mach das nochmal. Wir machen jede Band zweimal. Sehr gut. Jetzt anfersen, aber achte darauf, dass das Knie trotzdem nach vorne kommt. Okay. Zwei Bahnen wieder. Knie trotzdem nach vorne bringen. Genau. Ihr seht, das Knie kommt trotzdem nach vorne. Perfekt. Sehr gut. Wir machen einfache Prellhopser. Einfache Prellhopser, Druck in den Boden, kurzer Kontakt, erwärmt die Sprungmuskulatur, perfekt. Auch hier wieder zwei Bahnen von. Sehr gut. Wir kommen in die vierte Übung. Patrick, du läufst wieder in meine Richtung mit immer größer werdenden Schritten. Jawohl. Mach hiervon bitte mal vier Bahnen. Sehr gut, letzte. Gut, und als letzte Übung des Lauf-ABCs machst du einen einfachen Steigerungslauf, der natürlich in einem Antritt hier endet, weil die räumlichen Gegebenheiten ja auch irgendwo begrenzt sind. Also zwei, drei explosive Schritte. Gut so. Perfekt. Jawohl, sehr schön. Okay, wir haben noch eine Sache vor uns, bevor wir uns wirklich dem Sprint widmen. Wir gehen jetzt noch mal einen Schritt zurück in die Stabilisation. Jetzt aber Übungen, die deutlich mehr die hintere Oberschenkelmuskulatur beanspruchen und deshalb noch mal ans Ende gestellt werden vom Aufwärmen. Patrick, wir haben zwei Übungen. Einmal die Nordic Hamstring Curls, die du aus dem Training kennst, und den Brückenlauf auf der Stelle. Wir fangen mit dem Brückenlauf an, weil der weniger intensiv ist. Ja. Geh bitte mal in die Brückenposition. Wir fangen mit dem Brückenlauf an. Der ist weniger beanspruchend als die Nordic Hamstring Curls. Patrick ist in der Position oben, geht jetzt kleine Schritte nach vorne, befindet sich nur noch auf dem Fußballen und kommt wieder zurück. Sehr gut. Wieder nach vorne. Wir erschweren das Ganze ein bisschen. Wenn Patrick unten in der Position ist, streckt er das rechte und das linke Bein jeweils abwechselnd und kommt wieder hoch. Mach nochmal zwei Wiederholungen. Also wir machen die Übung, um die hintere Oberschenkelmuskulatur nochmal richtig auf Spannung zu bringen, denn das wird die antreibende Kraft in unserem Sprint sein. Perfekt. Sehr gut, wir kommen in die letzte Übung unseres Aufwärmprogramms und dann kommen wir schon in den Sprint rein. Wir machen Nordic Hamstring Curls. Dafür, Patrick, geh bitte mal in die Knieposition. Sucht euch einen Partner, der jetzt hinten eure Füße festhält oder klemmt die Füße irgendwo unterm Tisch, unter die Couch, wo auch immer ein. Für wen die Position mit den Knien auf dem Boden zu anstrengend ist, legt euch gerne ein Kissen drunter. Ich stabilisiere hinten Patrick und er wird zweimal drei Wiederholungen der Nordic Hamstring Curls ausführen. Dafür lässt du dich kontrolliert nach vorne gleiten und die Position. Genau. Sehr gut. Perfekt. Noch eine. Sehr schön. Wir machen eine kurze Pause. Also Patrick hält die Position so lange es geht und wenn der Widerstand zu groß wird, fällt er nach vorne. Auf der Aufwärtsbewegung zieht er aber trotzdem wieder mit der Oberschenkelmuskulatur sich nach oben. Okay, wir zeigen euch den zweiten Satz jetzt nochmal mit der angenehmeren Position in den Knien. Achtet darauf, dass der vordere Teil des Knies frei in der Luft hängt. Okay, Patrick, nochmal drei Stück. Halt die Spannung, halt die Spannung. Sehr gut und zieh dich wieder nach oben. Zwei Stück noch. Okay. Und die letzte Wiederholung. Gut so, perfekt. Alles klar, komm gerne wieder hoch. Gerne. Okay, wir haben das Aufwärmprogramm soweit abgeschlossen. Patrick, fühlst du dich gut? Bereit. Okay, jetzt wollen wir auch wirklich mal ins Sprinten gehen. In der Corona-Zeit ist es natürlich schwierig, ausreichend Platz dafür zu finden. Deswegen machen wir das jetzt auf der Stelle vor. Die beste Möglichkeit, den Sprint zu trainieren, ist aber auf jeden Fall zu sprinten. Wir haben trotzdem drei Methoden, wie wir jetzt vorgehen können. Einmal spezifisch, unspezifisch und das Ganze kombiniert. Das Spezifische ist das Sprinttraining als solches, was wir gleich in abgewandelter Form auf der Stelle durchführen werden.
Wir haben die unspezifische Trainingsmöglichkeit, indem wir Gewichte zur Verfügung nehmen und unsere Sprintmuskulatur stärken. Und die dritte Methode ist, beides miteinander zu kombinieren, also die Sprints mit den Kraftübungen zu kombinieren. Wir zeigen euch jetzt zunächst eine Möglichkeit des spezifischen Sprinttrainings. Dafür habe ich wieder ein Widerstandsband mitgebracht, was diesmal etwas stärker ist als das andere. Trotzdem könnt ihr auch das nehmen, was ihr im Aufwärmprogramm schon zur Verfügung gestellt bekommen habt. Patrick wird das Band jetzt gleich unter Spannung bringen und auf der Stelle für 5 Sekunden sprinten. Auf der Stelle. Ich gebe hinten Zug, sodass er mir nicht davonläuft. Achtet darauf, dass euer Partner hinten das Band absolut festhält oder das absolut fest verankert ist in einer Tür oder wo auch immer, damit es halt nicht irgendwann wie ein Gummiband flitscht. Patrick, bist du bereit? Jo. 3, 2, 1 und auf. 5, 4, 3, 2, 1, jawohl. Gut, kurze Pause. Nehmt euch mindestens mal 3 Minuten Zeit, um den nächsten Satz zu starten. Nochmal, wenn ihr die Möglichkeit habt, draußen frei zu sprinten, macht das. Als Außenspieler empfehle ich euch da eine Distanz von 20 bis 30 Meter. Wir haben den Sprint jetzt isoliert trainiert. Jetzt wollen wir das Ganze noch mehr in die Handballspezifik bringen. Legt das Band wieder weg. Schnappt euch einen Ball. Wir werden jetzt reaktive Sprints ausführen. Wir stellen uns vor, hinter Patrick ist das Tor und er macht sich bereit, in den Gegenstoß zu laufen. Ich habe den Ball hier vorne, werde den einmal aufticken lassen und Patrick hat die Aufgabe, den Ball so schnell wie möglich zu bekommen. Es ist also jetzt ein Antritt gefragt. Okay, bist du bereit, Patrick? Bring dich in Position. Jawohl. Auch hier machen wir 3 Sätze von. Macht eine lohnende Pause dazwischen, dass ihr wieder frisch seid. Patrick, du bist das Zeichen, wenn du den nächsten machen willst. Okay. Und ab. Sehr gut, genau. Also ihr seht, Patrick muss auf den Reiz, auf den Ball reagieren und dann lossprinten. Ja. Wir machen noch einen letzten. Bring dich wieder in Position. Und Gegenstoß. Jawohl. Sehr gut. Wir haben den Sprint jetzt isoliert trainiert. Also spezifisch, wie ganz am Anfang gesagt. Wir haben ihn spezifisch reaktiv trainiert. Jetzt haben wir uns noch eine dritte Möglichkeit ausgedacht, den Sprint zu trainieren. Und zwar eine Kombination aus den beiden Sachen. Wir werden eine Kraftübung durchführen, die der Sprintmuskulatur zugeschrieben ist. Und direkt im Anschluss einen Sprint absolvieren. Dafür legt den Ball wieder weg. Patrick, wir werden rumänisches Kreuzheben durchführen. Wir machen 4 Sätze, 3 bis 5 Wiederholungen, wählen das Gewicht also entsprechend schwer und danach gehen wir ziemlich direkt in einen kleinen Antritt wieder über. Okay? Ja. Wir werden das rumänische Kreuzheben mit einer Tasche durchführen. Wenn ihr zu Hause eine Hantel zur Verfügung habt, könnt ihr die natürlich auch nehmen. Ansonsten eignen sich auch Wasserkästen oder jegliches andere Gewicht. Das rumänische Kreuzheben gleicht fast dem normalen Kreuzheben auch. Der einzige Unterschied ist, dass wir die Beine jetzt möglichst gestreckt lassen, um Spannung auf die hintere Oberschenkelmuskulatur zu bringen. Okay? 3 bis 5 Wiederholungen, schweres Gewicht. Sehr gut. 2, 3. Hinten ist die Spannung. 4, mach noch eine. Sehr gut. Legt das Gewicht weg. Sorgt dafür, dass ihr wieder Platz für den Antritt habt und mache jetzt 3, 4 explosive Schritte direkt nach vorne. Und bam! Sehr gut. Auch von dieser Übung machen wir 3 bis 4 Sätze. Bringt den Sprint relativ nah an die Kraftübung, denn versucht die Energie zu nutzen, die wir gerade durch die Übung bekommen haben. Sehr gut. Wir fangen wieder an. Hoch, Spannung, Spannung. Sehr gut. 2, 3. Einer noch. Sehr gut. Die Oberschenkelmuskulatur ist bereit und wir setzen es direkt in den Antritt um. Gut so. Perfekt. Sehr gut. Das Sprinttraining ist abgeschlossen. Patrick, wie fühlst du dich? Ja, nicht zu erschöpft, aber schon bereit, um loszulegen. Wir schließen das ganze Training ab mit einem Cooldown.
und legen da den Fokus auf die hintere Oberschenkelmuskulatur, weil die haben wir jetzt hier ordentlich beansprucht. Okay? Leg dich bitte einmal auf den Rücken. Sehr gut. Jetzt streckst du dein linkes Bein nach oben, greifst die Zehenspitze und versuchst, die Spannung hinten in der Oberschenkelmuskulatur zu halten. Streck das Bein so weit wie möglich durch und halte die Position für circa 10 Sekunden. Sehr gut. Das machen wir mit der anderen Seite auch. Wenn ihr jetzt nicht an die Zehenspitze kommt, ist das kein Problem. Patrick, bring das Bein wieder nach oben und jetzt greifst du einfach deine Kniekehle oder Wade, geht so hoch wie möglich und jetzt zieht ihr das an den Körper ran. Wichtig ist, habt die Zehenspitze angezogen und haltet die Position. Sehr gut. Perfekt. Okay. Wir bauen noch eine zweite Übung ein, um die Muskulatur zu entspannen. Patrick, hast du da eine Favoritenübung? Ja, ich gehe gerne in die Vorlage. Da ist das vordere Bein ein bisschen gebeugt und beuge mich dann mit dem Oberkörper nach vorne, um hier auf dem hinteren Oberschenkel eine schöne Spannung zu spüren. Sehr gut. Auch da hältst du wahrscheinlich wieder knapp 10 Sekunden, vielleicht ein bisschen länger. Genau. Wechselst die Seiten. Perfekt. Sehr gut. Okay. Cooldown ist abgeschlossen. Ich denke, wir haben eine richtig gute Einheit in den Räumlichkeiten hier gehabt. Wir haben dich wahrscheinlich ein bisschen schneller gemacht. Wenn nicht, zumindest ein bisschen stärker. Aber ich denke, das ist okay. Dann, liebe Löwenfans, ich hoffe, euch hat die Folge sehr gut gefallen. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann!